Auf dem Dach der staatlichen berufsbildenden Schule wurde am Donnerstagnachmittag das erste Bürgerkraftwerk Arnstadts in der Karl-Liebknecht-Straße eingeweiht. 201 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von rund 47 Kilowatt sind dazu in den letzten Wochen auf dem Flachdach installiert worden. Michael Welz vom Bürgerkraftwerk Arnstadt dankte vor allem für das Durchhaltevermögen aller Beteiligten. Es gab ja einige zeitliche Verzögerung mit der Anlage hier auf dem Berufsschuldach. Und in dem Zeitraum sind wir mit der Gemeinde Ilmtal zusammengekommen, die uns weitere Flächen angeboten haben oder weitere Gebäude. Und da sind nochmal 4 weitere Anlagen installiert worden. Insgesamt haben die 5 Anlagen des Bürgerkraftwerks eine Leistung von etwa 112 Kilowatt. Der in der Ilmtal-Gemeinde gewonnene Strom wird in das Netz der E.ON eingespeist, während die ortsansässigen Stadtwerke in der Bachstadt die Energie in ihr Netz einleitet. Rund 200.000 Euro hat die Gesamtanlage gekostet, an der sich 15 Bürger mit einem Eigenanteil von 50.000 Euro eingebracht haben. Jetzt gehen die Überlegungen weiter, sich neben Solaranlagen vielleicht auch für Windkraft zur Energiegewinnung einzusetzen. Dafür haben die Arnstädter bereits den nächsten Schritt getan mit der Gründung der Genossenschaft Bürgerkraft Thüringen, um auch über die Kreisgrenzen hinaus Projekte anzukurbeln.